So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind heute draußen. Ich habe ja gesagt, wir wollen heute mal den Giovanni suchen. Wir wollen mal das Krypto Lugia fangen. Mal gucken, wie gut das ist. Wir befinden uns hier gerade an den tanzenden Löwen. Das ist eine Arena. Die sieht so aus. Das sind die tanzenden Löwen. Ja? Wie man unschwer erkennt, sind das Löwen und die tanzen. Sieht auf jeden Fall richtig fetzig aus. Und seit 0 Uhr ist der zweite Teil vom Lichtfestival gestartet. Also wo Schatten ist, da kommt auch Licht oder so ähnlich irgendwas. Habe ich im Community-Tab, kann man euch mal zeigen. Hier auch nochmal diese kleine Übersicht gepostet, damit ihr seht, was neu ist. Man kann also wieder Giovanni finden, Giovanni besiegen. Krypto Lugia hat er jetzt im Schlepptau. Ihr könnt die Hopper-Forschung weitermachen. Das ist Teil der Hopper-Forschung, also der Hooper-Forschung. Und Skalyk gibt es als Shiny aus Feldforschungsaufgaben. Ihr könnt Skalyk auch brüten, zum Durchbruch bekommen. Ihr könnt aber auch Feldforschungsaufgaben machen, um Skalyk als Shiny zu bekommen. Das hat sich die ganze Zeit bei mir durchgeschmuggelt. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ist auf jeden Fall ein cooles Shiny, glaube ich, weil das so einen roten Eierkopf hat dann. Was das Beste aber an allem ist, ist, ihr könnt Frustration verlernen. Wenn ihr mal nicht Bescheid wisst, hier im Community-Tab werden ja immer die Sachen gepostet auch. Im Community-Tab sind jetzt auch die neuen Pokémon der Rocket-Vorstände, so heißen die ja, was die jetzt einsetzen. Aber jetzt startet das Spiel auch noch neu. Ihr braucht eigentlich gar keine anderen Sachen, weil ich immer wieder Leute erlebe, die sagen, hä, was ist denn der Bonus vom Event? Hä, wann geht denn das los? Hä, was ist denn hier, was ist denn das? Ihr habt eigentlich mittlerweile den Heute-Tab im Spiel, der euch alles zeigt, der euch genau sagt, wie lange was noch aktiv ist und vor allem, was alles aktiv ist. Guckt doch einfach mal hier rein. Drückt nicht auf die Arena, das ist nämlich ein Viridium-Raid. Ich habe ja gesagt, wenn, dann mache ich höchstens Terrakium, das muss reichen, aber ihr habt euren Heute-Tab hier im Spiel. Ja, ihr seid vielleicht hier immer in der Mitte. Rechts habt ihr die Spezialaufgaben. Ich muss halt noch den Rocket-Boss besiegen. Wenn ihr wollt, kann ich aber auch ein Video machen, wie wir die drei Rocket-Vorstände besiegen noch. Und hier im Heute-Tab steht auch alles drin. Lichtfestival. Die ganze Zeit haben die Leute gesagt, hey, wieso steigen denn die Freunde schneller auf? Steht hier dabei, ja. Das ist ein Bonus vom Lichtfestival. Jetzt steht es drin mit der Team Go Rocket Übernahme. 3 Tage und 23 Stunden. Eventfeldforschungen. Eben mit Skalyk auch da vermehrt. Krypto-Pokémon können die Ladeattacke Frustration mit einer Lade-TM vergessen. Das ist auf jeden Fall richtig genial für die Leute, die ganze Zeit sammeln und nur darauf warten, dass so ein Event kommt. Mehr Rocket-Ballons, mehr Rocket-Rübel an den Stops. Wir müssen, wie gesagt, Giovanni suchen. Ich habe jetzt hier auch so ein Super-Rocket-Radar an. Jetzt muss ich mal die abgrasen, die noch in der Nähe sind. Ich habe eigentlich auf dem Weg hier runter schon ein paar gegrast. Weil ich dachte, vielleicht finde ich den schon und kann mich schon in die Nähe stellen, aber ich habe irgendwie noch kein Glück gehabt. Alternativ muss ich mich vielleicht auch gar nicht bewegen, weil der eh mit einem Ballon zu euch geflogen kommt. Hier ist aber so viel, ihr seht, da ist Cliff noch am Start. Hier ist nämlich auch der andere Rocket-Radar, vielleicht sollte ich den einfach mal ausmachen. Und ja, ich würde sagen, wir melden uns, wenn wir beim Giovanni stehen. Mein Team wird wieder Lucario, Kyogre und Despoda sein. Despoda mit Steinkante und mit, wie heißt der andere? Genau, Katapult Steinkante. Lucario vielleicht an zweiter Stelle, dass du den reinwechselst, den 3-Sekunden-Regel noch hast. Das sind alles so Tipps, wie man Zeit rausholen kann. Wir suchen jetzt Giovanni, wenn nicht, müssen wir einen Ballon machen. Wenn wir keinen finden, wird ja sicherlich im Ballon hier rumfliegen. So, wir haben Giovanni gefunden. Das weiß ich, weil ich gerade schon mal drauf gedrückt habe. Ihr seht das hier auch, wenn der angetippt ist. Jetzt könnt ihr also kämpfen, euren Super Rocket Radar ausgeben. Ich möchte euch aber auch mal den Stop zeigen. Herzögliches Wappen Hildburghausen. Sieht ja richtig gut aus, wenn wir es rumdrehen. Das ist das hier. Also, ja. Ich glaube, das sah schon mal besser aus. Jetzt sieht es komisch aus, aber dafür haben wir ja hier an der Seite noch was drauf. Weil ich hier aber nirgendwo die Kamera hinstellen kann, habe ich mich dazu entschlossen, darüber zu gehen. Da drüben ist nämlich so ein Stromkasten. Da werden wir euch einfach draufstellen und dann in Ruhe Giovanni machen. Obwohl, was heißt in Ruhe? Wir fahren eh immer zu Autos vorbei, es ist mitten an der Hauptstraße. Ich habe leider kein ruhiges Plätzchen gefunden.
So, fliegender Wechsel. Die Dame ist rübergegangen über die Straße. Der Ramses kam zurück, ne? Schön mit dem neuen Chap-Pullover. Drücken wir mal hier drauf. Hören wir die Haare, machen wir mal hier hinter, dass das ordentlich aussieht. Ich habe ja mein Team gewählt. Ich weiß nur immer noch nicht, wie das funktioniert. Ach so, genau. So, ihr müsst in der Meisterliga ein Team erstellen. Dann ist das vorgespeichert sozusagen für die Rocket Bosse und auch Giovanni. Habe jetzt mein Despo da auch mal angelegt als Best Buddy. Deswegen hat er da so einen WP-Boost. Habe das Lucario an zweite Stelle, wie versprochen. Werde das aber direkt reinwechseln, wenn der Kampf losgeht. Als allererstes Pokémon hat er ja eh immer Snobillycut drin. Vom Typ Normal. So, ich drücke direkt auf Lucario und greife direkt an. Dann kann der nämlich theoretisch 3 Sekunden lang gar nichts machen. Und ihr könnt immer wieder angreifen, immer wieder angreifen. Steigerungshieb empfiehlt sich hier natürlich. Ist schnell aufgeladen, macht jetzt kaum Schaden. Lockt aber dadurch die Schilde schnell raus, steigert euren Angriff. Und ihr seht, dass der normale Angriff von euch dann einfach schon viel, viel mehr abzieht als euer Charge-Move. Und das könnt ihr beliebig oft weitermachen. Wenn wir Glück haben, sind wir sogar noch gegen das zweite Pokémon, was dann kommt, effektiv. Er hat zwar auch Aura-Sphäre, was wohl der bessere Move ist, aber wir hauen einfach mal weiter drauf. Wir haben es nämlich schon wieder voll. Ich weiß noch nicht mal, was er jetzt eingewechselt hat. Als zweites nimmt er meistens einen Boden-Pokémon, wo ihr dann auch ganz gut mit Wasser gegenhalten könnt. Ich könnte jetzt also auf Kyogre wechseln. Aber ich mache nochmal Steigerungshieb. Wir können ja nochmal unsere Kraft steigern und nochmal stärker werden, nochmal heftiger. Denn ihr seht, der kann immer 3 Sekunden nichts machen. Und sobald er was macht und sobald er angreift, zieht mir das so enorm Energie ab. Aber ich punkte ja damit, dass ich ihn jedes Mal 3 Sekunden aufs Abstellgleis stelle. Ich glaube, er wird mich aber jetzt... Ja, er hat es geschafft. Das heißt, wir holen Kyogre rein. Ganz kurz einfach nur. Machen 1-2 Quick Moves, dann ist er weg. Gegen Lugia wäre es natürlich jetzt sinnvoller. Ihr hättet irgendwie Elektro-Pokémon am Start. Zekrom zum Beispiel wurde immer angezeigt. Es gibt noch viele andere. Oder Gesteins-Pokémon, Rihonyo, Felswerfer, sonst was. Ist natürlich auch eine gute Wahl. Kyogre hält trotzdem einiges aus. Das heißt, wir können ja trotzdem noch einen Surfer machen. Und eigentlich habe ich jetzt schon gewonnen. Aber was will er machen? Er hängt jetzt wieder hier drin. Ich habe noch beide Schilde. Ich habe noch mein Despo da. Mein Despo da zerlegt ihn sowieso komplett. Er macht jetzt einen Move. Wir wehren den mal ab. Irgendwie stört mich gerade der Schatten hier im Gesicht. Direkt vorm Gesicht ist hier dieser Baum. Also dieser Ast von dem Baum. Und die Autos, die stören natürlich auch. Aber das ist ja egal. Kannst du ja nicht verhindern. Das ist halt so in der kleinen Stadt, ne? So, der wird uns jetzt umhauen. Und jetzt kann Despo da im Prinzip 1-2 kurze Moves machen. Hier 2-3 Steine drauf gepfeffert und dann hat sich das. Das war's auch schon. Also mehr ist es eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt hier fangen, wollen wir woanders hingehen. Es sieht ja wirklich richtig scheiße aus. Aber egal, wir stehen jetzt einmal hier. Wir müssen jetzt hier durch. Du hast gewonnen, das freut mich ja. 5000 Staub, 8 Top-Dränge. 4 Toppeleber, das kann eigentlich alles in die Tonne, das schmeiße ich sowieso den ganzen Tag weg. Ein Punkt mehr auf der Giovanni-Medaille, das ist auch wichtig. Könnt ihr auch mal reinschreiben, wie viel ihr da habt. Und wir treffen auf das ominöse Krypto-Lugia, was ja so heftig aussieht. Dabei sieht es einfach ganz normal aus, aber alle waren gehypt, weil das ja so ultra brutal ist. Aber es ist halt einfach, es hat halt rote Augen, mehr nicht. So, können wir gleich mal das Werfen üben. Stellen das hier mal so ein, werfen mal daneben. Angeblich bleiben die ja immer im ersten Ball auch drin, wie Shinies, ja. Der ist hier mächtig aggressiv, aber das Despo da holt den Kopfball raus. Gucken wir, ob das wirklich passt, denn dann könnt ihr auch hier immer gelbe Bären nehmen. Ist drin im ersten Ball, also da müsst ihr euch eigentlich keine Sorgen machen. Ich glaube nicht, dass das jedes Mal Glück ist. Ich glaube wirklich, das ist wie legendäre Shinies, dass die einfach im ersten Ball drin bleiben. Wir bewerten es auch mal. Oh mein Gott. 6, 7 und 10. Also, ich habe heute schon Leute gesehen, dachte ich, hahaha,
Das ist ja schlecht. Jetzt sehe ich meins und denke mir, okay, ich glaube, ich habe das Schlechteste von allen bisher. Aber es ist das Beste bisher, das beste Kryptologia, was ich bisher habe. Darauf müssen wir feiern und anstoßen. So, wir gehen doch gleich mehr rein, wir holen den Rest noch ab hier von der Spezialforschung. Da gibt es nämlich noch ein Glücksei. Da gibt es hier noch Mega-Hundemon-Energie. Da gibt es noch goldene Bären, goldene Himbeeren und noch ein Pokémon, ein Kaunda. Ein Absol, was natürlich auch shiny sein kann. Ich nehme auch mal gelbe Bären, einfach so. Kann ja nicht fliehen, ist ja aus der Aufgabe. Das macht die gleichen Geräusche wie die Owl Kitty, kann das sein? Das macht auch so purr. Ihr müsst einfach mal hinhören, wenn ihr mal ein Absol habt, drückt da mal drauf. Vergleicht das mal mit Owl Kitty, ihr werdet feststellen, das ist dasselbe Sound, ja. So, Absol wurde gefangen. Guck mal auch mal da nach der Bewertung. Ein 96er, 14, 15, 14. Boah, ich habe meinen Fangort ausgestellt. Ist das nicht cool? Wer das nicht wusste, dass das geht, das geht nicht. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Manchmal steht es da, manchmal steht es nicht da. Jetzt können wir den Rest noch abholen hier, also die ganzen Erfahrungspunkte. Wir haben noch ein Encounter da, wir haben da Bonbons, wir haben ein Sternstück. Das ist die letzte Seite der Spezialforschung gewesen mit Hoppa. Und das ist auch wichtig, dass ihr die jetzt in dieser Jahreszeit noch abschließt, damit ihr diese Bonusforschung kriegt. Ein Zwirfins, ein dickes, fettes Zwirfins, was wir natürlich auch wieder versuchen mit gelber Beere zu fangen. Wie gesagt, Forschung kann nicht fliehen, da könnt ihr euch ruhig Zeit lassen. Ihr könntet auch die ganze Zeit jetzt mit roten Bällen einfach draufhauen. Aber bleibt auch im ersten Ball drin, trotz nur großartigen Wurf, passt. 20 Bonbons bekommen, 2 XL bekommen, können auch gleich mal bewerten. 10, 15, 14, steht wieder kein Ort da, wieso auch immer. Ja, und dann war es das eigentlich. Das heißt, die nächste Spezialforschung ist weg, das nächste Krypto-Pokémon geholt. Ihr könnt ja mal reinschreiben, habt ihr Super Rocket Radare gesammelt und werdet ihr euch jetzt mehrere Krypto-Lugia holen oder macht ihr trotzdem nur eins und hebt eure restlichen auf für die nächsten und nächsten und nächsten. Das könnt ihr mir ja mal reinschreiben. Ansonsten war es das von meiner Seite aus wieder mal schlecht. Weiß ja nicht, ob Kryptologia jetzt zu gebrauchen ist unbedingt. Vergesst auf jeden Fall nicht, Frustrationen zu verlernen. Das können wir ja theoretisch direkt mal machen. Wenn wir das Kryptologia auswählen, ja. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht. Der hat jetzt Sondersensor Frustration. Ihr geht also einfach in den Beutel, nehmt eine Lade-TM, vergesst Frustration, zack, kann nicht neu gelernt werden, wollen wir auch nicht neu lernen. Hat wenigstens jetzt zwei Psycho-Attacken, same type attack, alles dabei. Frustration braucht kein Mensch. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin. Peace out, vorhaut euer Ramses. Und ja, schreibt mal rein, ob ihr Bock habt, dass wir vielleicht noch Alocliff und Sierra machen. Dann würde ich die vielleicht auch noch suchen und dann im Video alle drei reinpacken. Aber ich werde wahrscheinlich eh dasselbe Team nehmen, also ist es wahrscheinlich eh egal. Aber einfach mal gucken, ob wir ein gutes Pokémon bekommen mit guten IV oder ob wir vielleicht sogar ein Shiny dabei haben. Ja? Habe ich einen Grund rauszugehen, mich wieder zu bewegen. Peace out, vorhaut, euer Ramses.